Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Beim letzten Mal haben wir mit dem Let's Play angefangen, haben Zelda auf das Minish Fest begleitet, wollten der Siegerehrung des Schwertkampfturniers beiwohnen und dann hat sich herausgestellt, dass der Sieger Fatih nur teilgenommen hat, um die Kiste zu Gesicht zu bekommen. Die Kiste, in der die ganzen Monster versiegelt waren. Er hat das Siegel zerstört, die Monster freigelassen und Zelda versteinert. Und hat erst nicht gefunden, was er eigentlich gesucht hat. Oh Mann. Tja, jedenfalls, wir befinden uns jetzt auf dem Weg in den Tylluria-Wald, um dort vielleicht jemanden zu finden, der uns dabei helfen kann, dieses Schwert zu reparieren. Und ja, ich bin gerade ein bisschen genervt. Ich habe das gerade eben alles schon mal aufgenommen. Und dann sagte mir mein Aufnahmeprogramm, dass es Schwierigkeiten hatte, die Audio zu nehmen und einfach das ganze Video nicht gefilmt hat. Ich lese alles nochmal von vorne. Ach Mann. Dabei hatte ich habe ich schon vorher noch immer leichte Halsschmerzen. Es gibt hier viele Charaktere, die anspruchsvolle Stimmen haben. Die Kiste war in Wahrheit ein Bannort gefährlicher Ungeheuer. Sie war versiegelt worden mit dem Schwert der Minish. Doch Fatih hatte etwas anderes darin vermutet. Er entfesselte die Ungeheuer, die nun ganz Hyrule terrorisieren. Ja, ich muss mich wohl daran gewöhnen, Hyrule zu sagen, nachdem das offenbar die offizielle Art ist, es auszusprechen. Irgendwie schade, wenn ich dran denke, wie oft ich früher über Hyrule gesagt habe. Naja. Oh, was für ein Stress. Unser Handwerkmeister macht Druck. Es gibt nicht mal Zeit für eine Pause. Oh. Schaffel, schaffel, Häusle. Wenn wir hier fertig sind, geht es bei den Treppen weiter. Ich bin Handwerkmeister Muto. Wir reparieren die Stadt im Auftrag des Königs von Hyrule. Vorhin gab es ein Erdbeben, jetzt muss der Schaden behoben werden. Bleib weg, mein Kind. Das ist gefährlich. Ich habe das Gefühl, dass plötzlich viel mehr Monster da sind. Gruselig. Ja? Und dann schicken sie mich, ein Kind, alleine in diesen Wald, wo es überall von Monstern lauert. Schön und gut, dass Erwachsene die Minish nicht sehen können, aber hätte man diesem Kind nicht wenigstens ein paar Wachen als Eskorte mitgeben können? Mal ganz im Ernst. Das Erdbeben vorhin war heftig, oder? Dadurch sind ziemlich viele Sachen zu Bruch gegangen. Die Ungeheuer hier haben wir einigermaßen im Griff. Aber auf dem Weg zum Tylluria-Wald wirst du noch viele treffen. Seht ihr, genau das meine ich. Sei vorsichtig. Du kannst ja mitkommen und mich beschützen. Stattdessen lassen sie mich mit dem Schwert fuchtelnd alleine los. Immer diese mittelalterliche Fantasiewelt. Grüne Rubine halten. Klein, aber fein. Naja. Ich bin nochmal wieder das Unkraut-Beseitigungsteam. Und das Monster-Beseitigungsteam. Du hast ein Herz gefunden. Etwas Energie kann nicht schaden. Wir reißen Monstern die Herzen raus. Damit wir selbst wieder mehr Energie kriegen. Ah. Der Tylluria-Wald liegt südlich von hier. Schau auf der Karte nach. Nö. Oh, Link, du gehst in den Tylluria-Wald? Wir kümmern uns um die Monster, die Fatih freigelassen hat. Ja. Yeah. Du meinst so Monster wie die, die ich gerade besiegt habe? Die mich beim ersten Mal, als ich das hier gespielt habe, tatsächlich geschädigt haben? Ich glaub dir kein Wort. Und ihr seid unfähig. Geh du schnell die Minish suchen. Na, schon wieder eins. Stirr. Wie war das, ihr kümmert euch um die Monster? Ich sehe, wie toll ihr euch um diese Monster kümmert. Oh, ein Verona. Aber da kommen wir nicht hin. Ich kann euch sagen, in diesem Haus gibt's nichts Spannendes. Nur zwei, drei Töpfe zum Zerdeppern. Blauer Rubin, gleich fünf grüne Rubine erhalten. Toll! Aber ich kann ja trotzdem noch mal reinsehen. Schadet ja nicht. Ah, yeah.
Hey, diesmal gibt's hier drin wertvolleres Zeug als beim letzten Mal. Vielleicht sollte meine Aufnahme öfters spinnen. Einfach nur, damit ich beim nächsten Mal mehr Kohle krieg. Aber es ist trotzdem deprimierend. Da spielt man so ein bisschen mehr als eine Viertelstunde vor sich hin, will das speichern und dann kriegt man nur einen Schlag ins Gesicht. Das war fies. Ah, je. Ich muss noch Ace Attorney aufnehmen, mir tut jetzt schon der Hals weh. Ich muss das ganze Gelaber... Ey, Alter! Blödes Vieh, was versteckst du dich hinter Baum? Ich muss das ganze Gelaber nochmal machen. Oh. Also, wenn Ace Attorney morgen ausfallen sollte, wisst ihr warum? Weil ich nicht mehr reden kann. Ich hab jetzt keinen Bock auf die blöden Schleime. Nicht schon wieder. Ich muss eh nochmal an denen vorbei, da kann ich die da kaputt kloppen. Drück, drück, drück. Ich kann ja noch keine Wirbelattacke, wie lästig. Ich will die Wirbelattacke können. Hilfe! Aua! Hört! Hey, hört doch auf! Autsch! Aua! Hilfe! Ist denn da niemand? Nö, wir sind nicht da. Jetzt bevor ich das hier wieder vergesse. Herzteile erhalten. Hooray! 4 Herzteile ergeben zusammen ein Herzcontainer. Mit jedem Herzcontainer erhöht sich deine Herzzahl. Usa. Ich habe es noch in keinem einzigen Zelda geschafft, alle Herzcontainer zu finden. Nicht mal in Majora's Mask. Und dabei hatte ich mir vorgenommen, meinen Lieblingszelda irgendwann mal zu 100% durchzuspielen. Sind die Schleime weg? Seltsam. Kleiner Mensch! Ja, du! Aua! Ey, du da! Guck nicht einfach nur zu! Autsch! Jetzt steh doch nicht unter dich herum! So, hilf mir doch! Findest du diese epische, wir sind alle in Gefahr und werden sterben, Musik, und dann haust du zweimal auf die Viecher drauf und es ist vorbei. Puh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Naja, ich wäre auch allein mit denen fertig geworden. Apropos... Was macht ein Kind wie du ganz alleine hier im dunklen Wald? Und ja, ich glaubte, dass du allein damit fertig geworden wärst. Haben wir gesehen. Deine Hilfeschreie und Schmerzensschreie waren natürlich nur Irritation für die Monster. Hm? Ach so, ich verstehe. Minish? Vati? Fluch? Heiliges Schwert? Kekse? Donuts? Sauerbraten? Ich kann auch so mit Wörtern um mich werfen. So ist das also. Ja, gewiss, ich habe dich verstanden. Es ist nämlich so, dass ich selbst auf Reisen bin, um einen Weg zu finden, wie man den Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht also das heilige Schwert. Gut, dann werde ich mich dir anschließen. Mein Name ist Ezel. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Mich nicht so. Ich krieg von deiner Stimme Hals weh. Warte, warte doch mal. Renn doch nicht so, mein Kind. Kannst du nicht langsamer gehen? Würdest du mal hinterherkommen? Sieh mal, Kindchen. Wie soll ein kleiner Wicht wie ich je mit dir Schritt halten? No, no, never. Also wirklich? Was für eine absolut unmögliche Göre du doch bist. Kindesbelästigung. Viel besser. Wenn ich hier oben bin, kannst du mir nicht mehr davonlaufen. Ah, sehr hübsche Aussicht hier. Und außerdem äußerst bequem für mich. Fauler Sack. Hm? Was grummelst du da? Los, auf geht's. Zacki, zacki. Ach, ehe ich es vergesse. Für kleine Kinder wie dich gibt es allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drücke in solchen Momenten einfach Select. Ich helfe dir dann. Herrje, das wird anstrengend. Gibt's hier noch was Spannendes? Nö, nur Stellen, wo ich absaufen würde. Heißt, ja, wir können nicht ins blaue Wasser, da macht Link nur blub und weg ist er. Und taucht kurz darauf wieder am Ufer auf, das ist immer so, what? Kindchen, ich verrate dir etwas. Die Welt der Minish ist sehr klein. Du kannst die Minish nicht treffen, solange du groß bist. Schau mal dort drüben, sieht aus wie ein normaler Baumstumpf, nicht? Ja, ja, aber dieser Baumstumpf ist ein geheimes Portal, das die Menschen vor langer Zeit erschaffen haben.
um ihre Körpergröße ändern zu können. Wenn ich dabei bin, kannst du dort so klein werden wie ein Minish. Wenn du auf dem Baumstumpf R drückst, wirst du klein. Um wieder groß zu werden, drückst du erneut R. Also los, ab geht die Post. Oh Gott, ey, Zelo, hör auf, so viel zu reden. Ich muss kurz was trinken. Ihr könnt ja so lange angucken, wie Link klein wird. Ah, besser. Bounce, bounce, bounce. Jetzt siehst du die Welt mit den Augen eines Minish. Und, war das nicht nett von mir? Du brauchst dich nicht zu bedanken. Solche Portale gibt es hier und da in verschiedenster Gestalt. Um wieder groß zu werden, stell dich neben den Baumstumpf und drücke R. Du musst aufpassen, denn wenn du klein bist, lauern viele Gefahren. Wenn du groß bist, ist es eine kleine Pfütze. Wenn du klein bist, ein Meer. Wenn dir was passiert, geht es mir auch an den Kragen. Also aufgepasst. Ja, das ist das Wichtigste. Wenn wir sterben, ist er auch dran. Und wir sind natürlich völlig egal. Es geht nur um Erzählung. Ja. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Nein. Beim letzten Mal bin ich auch erst zweimal abgesoffen, bis ich endlich... Ah, ha, diesmal beim zweiten Mal. Yes, ich lerne. XXL Eichel Nummer 1, XXL Eichel Nummer 2, XXL Blatt 1, XXL Eiche 3, Blatt Nummer 2 und ja. Noch eine Eiche. Wo kommen die ganzen Eicheln eigentlich her? Haben die so viele Eichen im Wald? Hm, hier ist wohl das Dorf der Waldminisch. Wusa. Schnimmi. Schnimmi, Setzios. Ein Hessre, ein Redner, ein Ertriebene Sümsat. Wir haben offenbar schon lange keinen Menschen mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Das war die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du nichts verstehst. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner hier wird uns schon verstehen. Suchen wir ihn. Ich will mal was ausprobieren. Ah! Das merke ich allerdings jetzt auch erst zum ersten Mal. Was sagst du? Die Viecher reden einfach nur rückwärts. Ich habe jetzt wie viele Jahre gebraucht, um das zu kapieren? Und nein, das ist mir schon beim ersten Mal nicht aufgefallen. Es ist so simpel. Okay, ich habe... reden wir nicht über diese Schmach. Jetzt würde mich immer interessieren, was er sagt. Turovnik, er hält's Refrik. Jetzt... Ich verstehe kein Wort. Ah. Ergibt Sinn. Ich schon. Gehen wir mal zu dem, der uns versteht. Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Festa, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Nein, den Witz mit dem Quatschmachern bringe ich jetzt nicht nochmal. Der war schon bei der ersten Aufnahme sau schlecht. Ah, aber ich gehe wieder hier lang. Da habe ich vorhin auch was gefunden. Nämlich das. Ein Herzteil erhalten. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Jetzt hast du zwei Herzteile. Noch zwei und du hast ein Herz mehr. Ja, wir mit unserem erweiterbarem Herzstecksystem, das uns auf lange Sicht so gut wie unsterblich macht. Das haben nur die Hylianer, sonst kein Volk im gesamten Zelda-Universum. Oder kann es sein, dass nur Link das hat? Oh mein Gott, er ist ein Mutant. Ganz ehrlich, wolltet ihr sowas essen? Eine Frucht, die zappelt und sich bewegt? Also ich nicht. Kindchen, das ist die Quatschbirne, von der Festa erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Ist die Quatschbirne. Dann kannst du mit den Minish reden.
Also, ich habe sie ja vorher schon verstanden. Du hast also die Quetschbirne gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagte, die Menschen von heute könnten uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Jo, mein Link ist halt voll special und so, ne? Wir sind voll konkret was Besonderes. Damit können wir mit den Leuten quatschen, ohne dass ich mir die Mühe machen muss, Textboxen rückwärts zu lesen. Die Vorfahren von uns Minish waren vor langer Zeit durch ein Tor von ihrer Welt in die Welt der Menschen gelangt. Was so ein Pilz? In letzter Zeit gibt es plötzlich viel mehr Monster. Es ist schrecklich. Der Priester sagt, dass auch der Schrein im Norden voll von ihnen ist. Suche Melta und die sieben Minish. Er kann das Schwert reparieren. Er lebt in den Bergen und ist ein Meister seines Fachs. Der Älteste kann dir bestimmt mehr über ihn erzählen. Okay. Woher wusstest du, dass ich das Schwert reparieren will? Oder stürmt Link in die Häuser und sagt, ey, jo, was weißt du über das heilige Schwert? Hab hier zerbrochene Variante und so, möchte reparieren? Oh, du sprichst die Sprache der Minish. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte, bleibt doch und ruht euch aus. Nein, nein, vielen Dank. Aber wir sind in Eile. Mein Name ist Ezelo und das ist Link. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Minish hier reparieren lassen. Ach, so ist das. Ihr seid gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente enthalten die Energie dieser Welt in konzentrierter Form. Fun Fact: Guckt euch mal hinten die Wand an zum Thema Elemente. Wenn man diese Kraft auf das Schwert überträgt, wird es das heilige Schwert. Ich kann euch sagen, wo sich die Elemente befinden. Link. Hätte fast einen gewissen Reiz gehabt, wenn man das erst im Lauf des Spiels hätte herausfinden müssen. Naja. Das Erdelement ist im Schrein nördlich vom Haus des Priesters. Priester Festa wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt wieder hierher zu mir. Ich weiß, wenn ich hier zu viel summe, wird das nachher wieder übelst asynchron, weil ich nachher das Problem habe, dass mein Audiokommentar zu langsam ist, nachdem ich die Bild- und Videodatei in, wie heißt das Programm? Na, jedenfalls durch Visual Boy Advanced nachher Audio und Video vom Spiel ein bisschen asynchron. Ich muss das also nachkorrigieren. Und die Folge ist, dass mein Audiokommentar nachher zu langsam ist. Das heißt, ich muss das grob korrigieren, dass es wieder passt. Und dann bin ich irgendwie zu dämlich, mein Gesumme wieder zu synchronisieren. Naja. In Stadt Hyrule leben auch viele Minish. Wir Minish leben an verschiedenen Orten in ganz Hyrule. Ich gehe einen Freund in der Stadt besuchen. Also seid ihr sowas wie die Reisegruppe? Naja. Irgendwie passt die Melodie nicht ganz zu dem Gebäude, oder kommt das nur mir so vor? Du willst zum Schrein? Bitte, hier entlang. Pass gut auf, denn dort hausen Ungeheuer. Da ist es gefährlich. You don't say, Sherlock. Ein Schrein voller Ungeheuer ist gefährlich. Darauf wäre ich nie gekommen. Erstmal voll gegen die Wand gerannt. Dusch. Ja, wir stehen vorm Schrein. Hier ist also der Waldschrein. Hier sollen Monster leben. Was ist? Zögere nicht. Ich bin ja bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte. Wir gehen zusammen. Feigling, Feigling. Naja. Allerdings, nein, wir gehen noch nicht.
Ich hoffe, ich habe die Aufnahme diesmal im Kasten, sonst gehe ich weinen. Ein drittes Mal tue ich das meiner Stimme nicht an. Heute nicht, leider, sorry. Also wenn das jetzt immer noch nicht geklappt hat, muss ich euch wohl vertrösten. Wenn es geklappt hat, ist es eigentlich völlig umsonst, dass ich das jetzt hier erzähle. Naja, wie auch immer. Ich verabschiede mich dann mit dieser Episode ins Wochenende und ja, am Montag knüpfen wir uns dann diesen Waldschrein vor. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende und ja, eure Tabi.